Hallo und herzlich willkommen zu 11.11 Uhr, das Magazin. Heute haben wir wieder 5 spannende, brandaktuelle Themen für euch und abgerundet wird das Ganze am Ende wieder mit unserer Newcomer-Filmrubrik. Also dranbleiben lohnt sich. Mit dem Frühjahr beginnt auch die Fahrradsaison. Gerade in der Großstadt und mit wachsender Elektromobilität erfreut sich das Fahrrad neuer Beliebtheit und gehört mittlerweile zu einem umweltbewussten Lifestyle mit dazu. Doch Stellplätze sind vielerorts das Problem. Mein Kollege Winnie ist gerade auf dem Weg zum Albertus-Magnus-Platz. Und Winnie, du kennst das Problem mit den Stellplätzen dort sehr gut, oder? Ja, ich fahre ja immer mit dem Fahrrad zur Universität und normalerweise hat man hier auch echt Probleme, einen Stellplatz zu bekommen. Da hat die Uni sich aber zum Glück was überlegt und das schauen wir uns jetzt mal an. Als im Jahr 2019 vor sich Podcast das erste Mal über die Neugestaltung des Albertus-Magnus-Platzes berichtete, befand sich die Fahrradstation der Universität zu Köln noch in der Planung. Inzwischen ist der Bau der unterirdischen Station fast abgeschlossen. Im Zuge dessen haben wir Dr. Patrick Honecker, den Pressesprecher der Universität, digital wieder getroffen, um mit ihm über den aktuellen Stand des Projektes zu sprechen. Ja, die Idee ist eigentlich in der gesamten Universität entstanden, gewachsen und dann vom Rektorat dankbar aufgegriffen worden. Man muss sich nur mal den Albertus-Magnus-Platz angeschaut haben, wie er vor einigen Jahren aussah. Das war ein ziemliches Durcheinander von vielen Fahrrädern, die herumlagen. Da wir der Meinung sind, dass im Sinne von Nachhaltigkeit und grüner Kultur und grünem Leben es wichtig ist, das ein bisschen zu verändern, gab es dann die Idee, eben letztendlich mehr Platz für Fahrräder zu schaffen. Ich weiß auf alle Fälle, dass der AStA sehr massiv und intensiv mit dabei ist, das jetzt voranzutreiben. Das Studierendenwerk ist natürlich auch involviert. Das heißt, das wird wirklich eine konzertierte Organisation werden, die hier letztendlich hoffentlich zum Erfolg führen wird. Eigentlich hatten wir geplant, jetzt Ende Februar auch damit fertig zu sein. Und es ist ein bisschen schade, weil letztendlich auch durch verschiedene Corona-bedingte Einschränkungen wird es wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Voraussichtlich so Mitte des Jahres wird es dann fertig sein. Es wird da jetzt nicht irgendwie Beschäftigtenparkplätze geben, Studierendenparkplätze, sondern es wird so sein, dass letztendlich diese 1000 Plätze auch möglichst breit genutzt werden können. Und es gibt ja so eine Einfahrt, die da hinunter geht und dann können da die Studierenden auch reinfahren, entsprechend auf verschiedenen Ebenen ihre Fahrräder unterbringen. Es gibt aber auch sowas wie eine Fahrradwerkstatt. Also man kann, wenn man so schon Platten hatte oder irgendwas kaputt war, kann man das dementsprechend reparieren lassen, wenn man ein Seminar besucht. Und auf der anderen Seite ist es auch nochmal eine Möglichkeit für Nebenjobs und Ähnliches, die angeboten werden können. Und es gibt auch eine Thekenverkaufsfläche beispielsweise. Das ist natürlich dann überdacht und auch bewacht. Das heißt, da ist das Risiko relativ gering, dass sie ihr Fahrrad geklaut bekommen. Bodenleitsysteme für Menschen mit einer Sehbehinderung waren hier bis vor Corona, als die Präsenzlehre noch stattfand, völlig mit parkenden Fahrrädern zugestellt. So sollen mit der Eröffnung der Station im Sommer 2021 auch einige oberirdische Fahrradstände abgebaut werden, um zum einen grundsätzlich mehr Platz zu haben, aber auch um die Barrierefreiheit gewährleisten zu können. Wir wollen jetzt eigentlich animieren dazu, dass die Studierenden, aber auch natürlich die Beschäftigten mit dem Fahrrad zur Uni kommen. Weil eine Großstadt und Automobilverkehr, das passt einfach nicht zusammen. Also öfters mal aufs Rad schwingen und der Umwelt etwas Gutes tun. Apropos Umwelt. Der Klimawandel hinterlässt immer größere Spuren. In den letzten Jahren hat die Ernte auf den Feldern immer stärker abgenommen. Sogar so stark, dass die Ernährung der Weltbevölkerung mittlerweile auf dem Spiel steht. Außenreporter Winnie hat sich das Ganze mal etwas genauer angeschaut. Winnie, was machst du da eigentlich? Ja, ich untersuche hier gerade diese Pflanze. Denn die könnte tatsächlich Teil der zweiten grünen Revolution sein. Was das genau bedeutet und was die Pflanzenforschung damit zu tun hat, das erfahren wir nun von dem stellvertretenden Sprecher von CIPLES, Herrn Dr. Stanislav Kopriva. Als grüne Revolution bezeichnet der wirklich großes Anstieg an Erträgen in dem vielen Kulturen, fast allen, vor allem Getreiden. Aber die Bevölkerung wächst schneller. Es ändert sich einfach an Bedarf an Pflanzen. Und deshalb ist es notwendig, die Erträge nochmal deutlich zu steigern. In den nächsten 30, 40 Jahren muss es nochmal fast verdoppelt sein. Die heutigen Strategien, die schaffen es nicht.
Und deshalb brauchen wir diese zweite Revolution, also nochmal einen Sprung, um einfach genug zu produzieren. Die Unikern ist Teil von CEPLAS, das heißt Center of Excellence on Plant Sciences. Das Ziel von CEPLAS ist, in Englisch ist es Smart Plants for Tomorrow Needs. Was wir wollen, ist zu verstehen, wie die Pflanzen auf Environment reagieren und sich anpassen. Und wir wollen das aus der DNA lesen. Das heißt, dass man dann wirklich voraussagen kann, wie sich bestimmten Sorten von Pflanzen in verschiedenen Umgebungen dann verhalten. Ich denke, dass wir durch bessere Kenntnisse von den molekularen Mechanismen besser voraussagen können, wie sich Änderungen in Temperatur, CO2, Krankheiten in Zukunft auf die Pflanzen auswirken und wie die Pflanzen aussehen sollen, wie wir die Pflanzen besser machen können, um mit den Problemen umzugehen. Ich denke, das ist etwas, was wir erreichen in unserer Forschung. Ich denke, es ist wichtig, dass wir komplexer denken und arbeiten. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir innerhalb CEPLAS arbeiten, in größeren Verbunden, dass man sich austauscht, dass man vielleicht an einem Problem von verschiedenen Aspekten arbeitet. Und ich denke, das ist der Weg in die Zukunft. Wir bleiben beim Thema Klimawandel und blicken Richtung Arktis. Im Herbst 2019 startete das Schiff Polarstern eine Expedition, bei der Forscherinnen und Forscher die Entwicklung in der Arktis genauer untersuchten. Aber nicht nur die Besetzung der Polarstern hat wichtige Daten generiert für die Forschung, sondern auch weitere Teams, wie beispielsweise die Untersuchung der Wolken durch Flugzeugteams. Hier jetzt ein Einblick in das nicht ganz so ewige Eis. So ein Tag sieht so aus, man steht auf, früh morgens, um 7:30 trifft sich beim Frühstück und schaut gebannt aus dem Fenster. 5-6 Stunden fliegen und überall die Berge und das Eis und diese Endlosigkeit. Oder wenn man 60 Meter übers Eis fliegt, bei strahlend blauen Himmeln, und es ist wie in ein Lagerfeuer gucken, extrem beruhigend. Die Mosaik-Expedition ist die größte Arktis-Expedition aller Zeiten. Ihre Mission, den Einfluss der Arktis auf das Klima besser zu verstehen. Hier messen die Wissenschaftler Daten, und das nicht nur von der berühmten Eisbrecherflotte Polarstern, sondern auch wie Dr. Mario Mech aus der Luft. Denn er nahm von Spitzbergen aus an Forschungsflügen in der Arktis teil und untersuchte die Beschaffenheit der Wolken. Was wir beobachtet haben oder was irgendwie schön zu sehen war, ist, dass wenn wir über Ozean Richtung Eis fliegen, Richtung dem arktischen Polareis, dass über dem Eis plötzlich weniger Wolken sind. Wenn zum Beispiel eine Strömung von Norden vom Eis runterkommt, dann bilden sich so die Wolken erst, wenn sie übers Wasser kommen, wo dann eben halt von unten mehr Energieeinfuhr durch den Ozean ist zum Beispiel. So Sachen haben wir beobachtet, und was ganz interessant war. Und dann ein anderes Thema, was ganz interessant war, ist, dass wir bei relativ niedrigen Temperaturen relativ große Eiskristalle schon gesehen haben. Das hatten wir irgendwie nicht erwartet. Die Wolkenbildung der Arktis kann mit zwei unterschiedlichen Messmethoden untersucht werden. Also es gibt einmal eben die in situ, das heißt wirklich durch die Wolken durchfliegen. Das sind dann am Flügel Messgeräte, die eben die Partikel direkt beobachten oder sammeln und dann sich die Größenverteilung anschauen. Ich selbst bin ferner Kunde, also ich gucke immer mit Abstand drauf. Ich fliege über den Wolken. Die Möglichkeiten, noch weiter in arktisches Gebiet zu gelangen und dort Messungen vorzunehmen, bieten der Wissenschaft neue Erkenntnisse. Und auch die Wolken rücken immer mehr in den Fokus. Mutmaßlich tragen diese nämlich zur rasanten Erwärmung der Arktis bei. Was halt für
Klimawandel oder beziehungsweise Klimaprognosen ja ganz wichtig ist, sind eben die Modelle. Und in den Modellen sind Wolken dargestellt und die muss man eben möglichst genau darstellen. Und um die genau darstellen zu können, muss man sie verstehen, muss man deren Eigenschaften wissen. Sowas relativ klingt jetzt simpel, wie viel Wasser und wie viel Eis in der Wolke drin ist. Deshalb messen wir zum Beispiel in der Arktis, weil da relativ wenig Beobachtungen existieren. Auch der Klimaforscher Dr. Karl Schneider, Professor an der Universität zu Köln, bestätigt uns, dass die Messungen in der Arktis besonders wichtig sind. Erstens, wie sonst sollte man etwas über die Zukunft aussagen, wenn nicht auf der Grundlage von Erkenntnis, die evidenzbasiert sein muss? Wie kann ich zu Evidenzen kommen? Ich muss messen. Wo muss ich messen? Da, wo Dinge passieren. Und dort passieren Dinge im Moment enorm schnell. Also absolut wichtig, dort zu messen. Und gerade dort zu messen auch, wo man große Signale findet. Aber wofür dann noch messen? Haben wir unsere Zukunft nicht schon verbaut? Ja, wir wissen alle, es ist höchste Zeit, eine Kehrtwende zu machen oder irgendwie massiv gegenzusteuern. Das ist so, ja. Manche sagen, es sei 11:55. Ich glaube, es ist so 11:45. Wir können noch handeln, aber wir müssen es jetzt auch wirklich tun. Ein Auslandssemester gehört mittlerweile zu fast jedem Studiengang mit dazu. Doch durch die jüngsten politischen Entwicklungen in Großbritannien ist das Ganze nicht mehr so einfach. Da sprichst du was Wichtiges an, denn das Auslandssemester in England wäre ja eine coole Sache, gäbe es diesen Brexit nicht. Was das für uns Studierende bedeutet und was die Abteilung für internationale Mobilität dazu sagt, das erfahren wir jetzt. Es kam nicht unerwartet, aber dennoch plötzlich. Nach langem Ringen hat das Vereinigte Königreich vor etwa einem Jahr die Europäische Union verlassen. Nun geht es darum herauszufinden, wie genau künftig die Beziehung zwischen Großbritannien und der EU aussehen wird. Bis Ende 2020 änderte sich wenig, doch nun wurde es ernst. Die Brexit-Verhandlungen sind abgeschlossen und fest steht, Großbritannien scheidet aus dem Erasmus-Programm aus. Doch was bedeutet das genau für künftige Auslandsaufenthalte? Christiane Biel, Leiterin des Erasmus-Programms an der Universität zu Köln, konnte uns dazu schon einige Fragen beantworten. Es war doch schon ein sehr überraschender Beschluss, dass Großbritannien aus dem Erasmus-Programm austritt. Können Sie uns schon sagen, worauf sich Studierende zukünftig einstellen müssen? Der Beschluss bezieht sich ja auf die zukünftige Phase des Erasmus-Programms, die ab 21 bis 27 in Kraft tritt. Das heißt, in der Programmphase, in der wir uns aktuell noch befinden, ist Großbritannien halt weiter dabei. Bedingt durch die Corona-Pandemie hat die EU-Kommission entschieden, dass die Erasmus-Projekte, die jetzt laufen, verlängert werden können. Das heißt, dass die aktuelle Laufzeit fürs Erasmus-Programm, in der Großbritannien auch dabei ist, und das heißt zumindest finanziell, dass jetzt nicht sofort der Cut kommt, sondern dass wir tatsächlich noch so eine Schonfrist haben, wo wir über das Erasmus-Programm zumindest das noch ein bisschen strecken können. Und wie schätzen Sie ein, wie groß nun die tatsächliche Tragweite des Beschlusses ist? Ne, Visumsgeschichten oder Finanzierung von Krankenversicherungen, also bestimmte Dinge, die im Rahmen der EU einfach ganz klar geregelt waren, müssen jetzt natürlich auch ganz neu erstmal alles zusammengestellt werden und geguckt werden. Also momentan sieht es so aus, dass man, wenn man nur ein Semester zum Studium geht, kein Visum braucht. Wenn man aber ein ganzes Jahr geht, dann schon. Und woran arbeiten Sie aktuell? Was sind die nächsten Schritte, die uns auch erwarten können? Die Uni wird sich mit ihren Partnern jetzt sehr intensiv darüber austauschen, wie wir weiterhin Austausch gestalten können. Und ich hoffe, dass wir da gute Lösungen auch eben auch für die Studierenden finden, dass das weiter möglich ist, weil ich denke, das ist einfach immens wichtig. Ja. Sonst würde ich meinen Job nicht gut machen, aber ich mache ihn auch aus Überzeugung.
Das heißt also, erstmal grünes Licht für laufende und auch geplante Auslandsaufenthalte. Aber auch darüber hinaus können wir auf Lösungen für eine Zusammenarbeit zwischen den Partneruniversitäten hoffen. Wer sich weiterhin für ein Auslandsstudium in Großbritannien interessiert, informiert sich am besten immer über die aktuellen Angebote und lässt sich im International Office der Universität beraten. Die Hoffnung auf einen geregelten Studienablauf bleibt also bestehen. Doch was ist, wenn Studierende aus anderen Städten oder Ländern zu uns nach Köln kommen? Haben zugezogene Studierende eventuell Stereotype über die Stadt Köln? Wenn ja, welche und warum? Stereotype. Wir alle kennen sie und haben ganz bestimmte Bilder und Vorstellungen im Kopf, wenn wir an allgemeine Personengruppen denken. Doch wie bilden Menschen Stereotype eigentlich? Gerit Schrader, die Heilpraktikerin für Psychotherapie, bringt Licht ins Dunkle. Also so ganz allgemein kann man sagen, dass die aktiv quasi aufgebaut werden, sondern tatsächlich durch die Sozialisation übernommen werden. Hängt ganz stark davon ab, in welchem Kontext man aufwächst, wo man groß wird und welche Werte dort gelebt werden. Und entsprechend werden die dann quasi auch über die Vorbildfunktion übernommen. Aber eben auch durch eigene Erfahrungen, die man so im Laufe seines Lebens sammelt, werden die dann so in sein eigenes Repertoire mit quasi eingeflochten. Aber welchen Sinn haben Stereotype überhaupt? Grund ist letztendlich der, dass es hilft, die Komplexität des Lebens auch ganz gut einzusortieren. Das heißt, wenn ich auf Menschen treffe, habe ich eine Fülle von Informationen und ich muss aber irgendwie innerhalb von Sekunden irgendwie einsortieren, gefährlich, ja, nein, schwierig, ja, nein. Also ne, was einfach auch mir selber ein Stück weit Schutz und Orientierung gibt. In welchen Situationen könnten uns Stereotype also helfen? Letztendlich ist es immer so, dass es insofern einmal hilfreich sein kann, natürlich, wenn ich mal so als Beispiel als einzelne Frau irgendwie auf eine Gruppe junger, männlicher, vielleicht noch angetrunkener Herren treffe, ja, dass für mich sofort im Kopf entsteht, oh, geh mal besser woanders lang. Ja, also so eine Art Schutzfunktion auch. Und ab wann sind sie problematisch? Problematisch, denke ich, ist es, wenn es dann wirklich rein in diese Vorurteilsgeschichten auch geht. Das heißt, wenn wir jetzt mal so in Richtung Rechtsextremismus denken, ne? Also da ist es natürlich hochgradig gefährlich zu sagen, nee, und das ist so und da ist auch nichts dran zu rütteln. Bestimmt gibt es auch das ein oder andere Vorurteil gegenüber uns Kölner. Wir haben eine Kölner Studentin gefragt. Ihre Heimat liegt im norddeutschen Hannover. Wenn man an Köln denkt, dann denkt man natürlich erstmal an Karneval. Ich glaube, das ist so das größte Klischee über Kölner und Kölnerinnen, was überhaupt existiert. Zweites Klischee ist, glaube ich, das kann man vielleicht auch auf Rheinländer allgemein beziehen, dass die sehr freundlich sein sollen und sehr offen. Soweit so gut. Aber haben sich die Klischees denn auch bestätigt? Den Karneval lassen die Kölner sich nicht nehmen, das würde ich schon so bestätigen, zumindest in der ganz, ganz, ganz großen Mehrheit. Obwohl es bestimmt auch da Leute gibt, die sich lieber in ihr Zimmer zurückziehen und warten, bis der Trubel vorbei ist. Ich würde schon sagen, dass es vielleicht so eine etwas ja, typisch rheinländische Art gibt, vielleicht, dass die so ein bisschen deftig und unverstellt sind. Ich habe das Gefühl, hier duzt man sich zum Beispiel auch sehr schnell. Aber jetzt ganz konkret auf die Offenheit bezogen, würde ich sagen, nee, das bestätigt sich nicht unbedingt. Der mit Behinderung studiert an der Uni Köln und für seinen Abschluss Credit Points sammelt, um seine Punkte in seinem Bachelor zu bekommen oder Scheine sammelt, in welcher Prüfungsform auch immer, der muss befähigt sein, trotz Behinderung ganz am Ende des Tages die Prüfung abzulegen unter fairen Bedingungen. Das ist gegeben. Danach geht es um Dinge wie kann die Person sich barrierefrei auf die Prüfung vorbereiten. Da muss noch einiges passieren. Allein, dass halt Gebäude barrierefreier werden, damit Leute leichter in die Präsenz, in die Veranstaltung rein können.
dann geht es natürlich auch um so, ja, um das allgemeine Kultur- und Gedankengut. Ne? Wie schnell kommt es dazu, dass jemand mit Behinderung einfach übergangen wird, diskriminiert wird, noch nicht mal gewollt, einfach weil der Umgang damit nicht geübt ist? Ich glaube, da kann sich jede Universität oder viele Universitäten und Institutionen gesellschaftlich können sich da noch entwickeln. Das zählt auch für die Uni Köln. Ich finde es erstmal gut, dass es Nachteilsausgleiche gibt und auch Studierendenberatung, auch gerade für psychisch Erkrankte. Wir tragen auch einen kleinen Teil dazu bei. Man braucht auch uns und unser Referat, aber das Ziel ist ja, oder es wäre schön, das Ziel sollte sein, dass die Universität aus sich heraus die Ideen darüber generiert, welche Problemstellungen sind da und wie lösen wir die, ohne dass immer extern alle Probleme an die Universität erstmal lange und langsam herangetragen werden müssen. Das heißt, dass jemand, der mit einem Problem ankommt, auch eine hohe Wahrscheinlichkeit erfährt, mit der dieser Person geholfen werden kann. Mhm. Aber ich würde sagen, die Universität zu Köln ist auf jeden Fall schon mal auf einem guten Weg. Also ich habe auch in meinen 3 Jahren, in denen ich hier bin, seit meinem Beginn des Bachelors viele Entwicklungen gesehen, sei es der Aktionsplan Inklusion, seien es die Veränderungen in den Dekanaten, seien es Diversity Audit. Also das sind ganz, ganz verschiedene Bereiche auch, die ganzen wundervollen Menschen, mit denen ich arbeiten konnte in den letzten 3 Jahren. Ich sehe da viele Individuen und viel Arbeit, die vollbracht wird, die Universität barrierefreier macht. Was sie jetzt noch nicht zur perfekten barrierefreien Uni macht, aber ich würde mal sagen, der Weg dahin wird gerade beschritten. Und das kann ich nur unterstützen und gutheißen. Das war's auch schon wieder mit 11.11, das Magazin. Im Anschluss folgt nun unsere Newcomer-Film-Rubrik mit den neuen Filmen Die Babysitterin und Fake Fame. Außerdem werden 3 Filmemacherinnen einen kleinen Einblick in ihr neues Filmprojekt bieten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß, also bleiben Sie dran und bis zum nächsten Mal. Du solltest schon längst im Bett liegen. Seit einer halben Stunde sind deine Eltern weg. Jetzt aber abzackig ins Bett. Aber ich will noch nicht ins Bett. Ich bin noch gar nicht müde. Zackig! Wie wär's denn mit einer guten Nachtgeschichte? Du liebst doch Märchen. Wie wär's denn mit Schneewittchen? Juhu! Es war einmal eine Königin, die saß des Winters am Fenster und nähte, als sie sich in den Finger stach und ein Tropfen Blut in den Schnee fiel. Das sah so hübsch aus, dass die Königin dachte: Ich wünsche mir ein Mädchen, mit einer Haut so weiß wie Schnee, mit Lippen so rot wie Blut und Haaren so schwarz wie Ebenholz.
Und dann? Wie geht's weiter? Gleich wird dir warm. Mir ist immer noch kalt. Ich hab da was für dich. Hier, zieh die an. Dann ist dir gleich direkt warm. Hallo Leute, ich habe ja euch erzählt, dass ich hier in Schweden gerade bin und ich habe mir jetzt auch ein neues Handy gekauft. Guck mal, wie gut diese Qualität jetzt ist. Hammer, oder? Es war auch einfach so günstig hier in Schweden. Sehr typisch, ey. Guck mal auch, wie schön diese Häuser hier sind. Oh mein Gott, ein Traum, ey. Ich lieb's. Naja, bis gleich. Ciao! Mama? Mama, weißt du, was gerade passiert ist, Mama? Nee, ist doch jetzt egal, weißt du, was gerade passiert ist? Ich habe gerade meinen 10.000. Follower auf Instagram bekommen, Mama. Ja, Auto, ach, jetzt egal, weißt du nicht. Freu dich doch mal für mich. Danke. Ich bring's ja zurück. Thank you.
Sorry, hast du vielleicht Flickzeug dabei? Hab mir einen Platten eingefahren. Ob du Flickzeug dabei hast? Du unterbrichst mich gerade in meinen Stories. Instagram also. Verstehe. Hatte ich auch mal. Von der Ewigkeit gefühlt. Hatte tausende von Followern, hunderte von Likes, dutzende Kommentare unter jedem Beitrag. Hat sich gut angefühlt. Bis ich gemerkt habe, wie kaputt das alles sein macht. Dieser Druck der Perfektion, diese Angst, jeden Tag weniger Likes zu bekommen als am Tag davor. Die Abhängigkeit von der Meinung völlig fremder Personen, die dich bewerten, ohne dich überhaupt zu kennen. Aber was weiß ich schon. Will dich mal nicht weiter bei deiner Story stören. Na komm, ich hab Flickzeug. Warte mal, bist du nicht diese Julia von Instagram? Ich dachte, du bist in Schweden. Was zur Hölle? Scheiß Faker. Fake! Ja, da das mit unserem Film ja nicht so geklappt hat, wie eigentlich gewünscht, würde ich sagen, wir erklären erstmal, was wir eigentlich machen wollten und was dann passiert ist und wie es dann gekommen ist. Nachdem wir uns erstmal so zusammengefunden haben als Gruppe, wurde ja erstmal unser Thema festgelegt durch diesen Zufallsgenerator und wir hatten dann das Genre Drama unter dem Thema Katastrophe. Alles unter dem Überthema Fake und dann haben wir uns erstmal überlegt, was ist eine Katastrophe für uns und haben uns erstmal die Story dann grob überlegt und ein Storyboard erstellt. Also es geht um einen Protagonisten, der unzufrieden mit seinem Leben ist und eher ein Außenseiter in der Schulklique oder im sozialen Leben und eines Abends bekommt er eben über Instagram, über einen Livestream mit, wie Freunde von ihm oder ehemalige Freunde von ihm bei einem Spieleabend zusammengekommen sind, unter anderem sein ehemaliger bester Freund. Und fühlt sich eben im Stich gelassen, wird wütend und diese Wut steigt in ihm hoch und er möchte was unternehmen, um seinem ehemaligen besten Freund, wir nennen ihn an der Stelle mal Y, von dem Protagonisten X, um ihm eins auszuwischen. Und er überlegt sich eben Folgendes, und zwar fällt ihm eine Party von vor Monaten ein, wo mal vieles schiefgelaufen ist, bei der er gesehen hat, wie eben die besagte Freundesgruppe krumme Sachen gemacht hat und der Protagonist überlegt sich eben, er schreibt seinem ehemaligen besten Freund eine Nachricht, indem er ihm androht, Beweismaterial, was auf dieser Party alles passiert ist, zu veröffentlichen, obwohl er keins hat, aber das wissen die nicht, also das weiß Y nicht. Und der Zuschauer sieht eben, wie der Protagonist diese Nachricht verfasst und abschickt und der ehemalige beste Freund Y sieht diese Nachricht und zeigt seinen Freunden eben mal bei diesem Spieleabend diese Nachricht und bekommt noch eine zweite Nachricht mit einem Countdown, dass dieses
Beweismaterial veröffentlicht wird und wird eben langsam panisch. Und im zweiten Wendepunkt heilt sich die Situation langsam auf. Y wirft seinen Freunden vor, dass einer von ihnen dieses Beweismaterial gefilmt hat, weil er zu dem Zeitpunkt eben nicht weiß, von wem diese Nachricht kam, also dass die von seinem ehemaligen besten Freund kam. Und die Freundesgruppe beginnt sich zu prügeln und zu schlagen und diese ganze Situation eskaliert. Und diese Eskalation wird noch dokumentiert durch diesen Livestream, der noch läuft, was alle anderen aber nicht mitbekommen. Der Protagonist aber schon, der sitzt noch zu Hause und sieht das eben alles und sieht, dass die Situation ein bisschen aus dem Ruder läuft. Und der Höhepunkt und das Ende ist dann eben, dass der Protagonist sieht, es ist alles eskaliert, er wollte das nicht und fährt hin, um Schlimmeres zu verhindern, steigt auf sein Fahrrad und fährt hin und dort wird allen dann eben klar, dass die Nachricht von ihm stammt und es macht dann in dem Moment auch Sinn für alle. Da gibt es einen kurzen Wortwechsel, aber die Situation bleibt offen zurück und das ist dann das Ende und man hat eben diese Entwicklung des Charakters des Protagonisten, dass er eben bereut, was er getan hat. Die Konsequenzen sind dann aber für den Zuschauer nicht mehr sichtbar und dann bleibt die Situation offen zurück in der Wohnung, wo der Spielerabend begonnen hatte. Genau, und bis dahin hat ja auch eigentlich ziemlich alles ganz gut geklappt bei unseren Vorbereitungen und dann sind so langsam die Probleme aufgetreten. Und zwar, nachdem unser Storyboard, das du ja gerade vorgestellt hast, Greta, dann umsetzen wollten, kamen dann neue Corona-Beschlüsse und man durfte sich nur noch mit zwei Haushalten treffen. Und vor allem bei der Spieleabendszene, die du ja gerade genannt hast, wären wir auf jeden Fall mehr als zwei Haushalte gewesen. Deswegen konnten wir dann erstmal nicht drehen. Wir mussten dann überlegen, wie wir unser Projekt jetzt umändern. Und dann haben wir uns einen sogenannten Plan B überlegt. Wir haben uns dann auch nochmal mit Stefan zusammengesetzt per Zoom und kamen dann auf die Idee, hier diesen Reflexionsfilm zu drehen und einfach über unser Projekt zu reden und zu erklären, wie wir es eigentlich umgesetzt hätten. Haben wir angefangen, unser Projekt sozusagen animiert umzusetzen. Das heißt, wir haben dann auf Keynote im iPad mit Skizzen gearbeitet. Können wir ja nochmal gemeinsam hier eine Szene anschauen, die erste Anfangsszene, die wir umgesetzt haben, wie dann so der komplette Film aussehen würde. Schauen wir einfach mal zusammen rein. Was natürlich schade ist, ist, dass das Seminar Vorsicht-Dreharbeiten ja eigentlich dafür da ist, um so ein bisschen die Erfahrung zu sammeln, wie es ist, einen Film selber zu machen und zwar alles von vor der Kamera stehen bis hinter der Kamera stehen und alles, was dann noch danach in der Postproduktion passiert. Deswegen ist es natürlich schade, dass wir halt diese Erfahrung nicht sammeln konnten. Wir finde ich aber eigentlich, und ich glaube, wir sehen das auch alle so, dass das Endprodukt jetzt eigentlich trotzdem ganz cool geworden ist, vor allen Dingen, weil wir halt dafür kennenlernen konnten, wie es ist, sowas zu zeichnen und so ein bisschen so Zeichentrick-animationsmäßig zu arbeiten. Es war trotzdem eigentlich eine ganz coole Erfahrung und es hat uns allen trotzdem Spaß gemacht. Aber ist ja ganz cool, dass wir das jetzt so zu dritt nochmal alles Revue passieren lassen konnten und wir trotzdem unser Endprodukt zeigen können. Genau. Das war's dann von uns.
Daran werde ich mich nie gewöhnen. Also die Eva habe ich vor 3 Jahren kennengelernt und früher waren wir auch immer richtig viel draußen feiern, unterwegs, hatten so viel Spaß und also ich habe sie auch als total offenen Menschen so erlebt. Deswegen verstehe ich das auch gar nicht, dass sie jetzt irgendwie wirklich wie ausgewechselt ist, also wie ein anderer Mensch. Und sie hat halt einfach auch gar keine Zeit mehr für mich, sie ist immer nur bei ihm noch. Und also ich meine, es ist ja nicht schlimm, wenn wir uns jetzt nicht jeden Tag sehen so, aber so oft wie bei dem ist, ist halt also wirklich krankhaft. Ach, die Eva, die war eigentlich immer total gut gelaunt, immer positiv. Also wirklich, eigentlich wirklich ein glücklicher Mensch, auch bei der Arbeit. Das merkt man ja auch bei den Kunden. Also die war echt immer gut drauf. Boah, aber seit wann ist das ungefähr? Eigentlich schon relativ lang. Ich würde sagen so 3 Monate oder so. Aber an sich ist es ja auch nicht so schlimm. Aber man kann halt nichts mehr mit ihr machen. So. Also, ja! Sie ist nie da. Oh mein Gott, wir können nicht mehr mit ihr ins Restaurant gehen. Also sie macht ja nichts mehr. Und die kann ich auch schlecht mitnehmen. Also.
Ich habe das Gefühl, dass wir uns voneinander entfernt haben. Das macht mir Angst. Ich vermisse, wie du mir und den wichtigen Dingen im Leben Aufmerksamkeit geschenkt hast. Es fühlt sich neuerdings so anders an mit dir. Du bist mir ganz fremd geworden. Deine Augen wirken unsicher. Und mir fehlt dein Lachen, deine Unbeschwertheit, deine Selbstsicherheit, deine Zugewandtheit. Ich will dir wieder nahe sein, dir liebevoll begegnen. Ich vermisse das alles so sehr. Ich würde mir so für dich wünschen, dass du siehst, wie schön du wirklich bist. Ich liebe dich.